Grüß euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge. Moment, warte mal kurz, ich höre, dass keine Musik an ist. Zu einer weiteren Folge Next Space Rebels mit mir, dem Fuchsel. So, warte mal ganz kurz. Musik war auf 20. Audio nimmt auf, ja. Gut, ich habe jetzt in der letzten Folge, die 2 Millionen Follower habe ich jetzt zusammengebracht. Das war mir jetzt ein bisschen Zeit, weil ich habe, keine Ahnung, wann habe ich das letzte Video da aufgenommen? 84. Weiß nicht, steht irgendwie die Zeit dabei, wenn ich aufgenommen habe? Na, leider nicht. Gestern, das war glaube ich um 10:30 und hab bis 2 Uhr habe ich dann halt die ganze Zeit Videos gemacht, um die 2 Millionen hier zusammenzukriegen. Und ich dachte mir, ich zeige euch jetzt einfach mal die ganzen Fehlschläge noch und Dinge hier, bis es weitergeht, weil ich habe jetzt hier 3 Nachrichten auf jeden Fall bekommen. So. Dann fangen wir mal an, weil es sind ein paar Seiten, 2 Stück. So, gucken wir uns mal die hier an. Das war die erste, die ich gebaut habe. Weiß gar nicht mehr, was da ging. Ich habe einfach irgendwie random alles zusammengebaut, was ich gefunden habe. So, jetzt muss ich zu jedem Video einen Vortrag halten. So, 85 war das. 86 ist leider nicht dabei. Das ist so blöd, dass ich halt immer die 2 Seiten darüber springen muss. Aber gut, im Laufe der Zeit werden es weniger. Ach ja, das war der Mutantenreh. Wie gesagt, ich habe halt auch so Kleinigkeiten halt eben hochgeladen, weil jedes kleine Ding hat auch schon geholfen. Nichts Besonderes. Ich habe halt hier einfach den. Ich habe hier einfach den Hirsch gemacht, den habe ich halt mehrere Arme, Beine, Dinge alles gegeben. So. Jetzt müssen wir nur eine Seite zurück. Ist ja blöd, dass es immer sofort startet. Hier habe ich jetzt eine Rakete gemacht, wo ich alle Rauchgranaten reingebaut habe. Raucht ganz schön. Aber an sich fliegt die sonst ganz normal. Auch beobachtet, ob sonst irgendwie so der Rauch so sichtbar ist, aber ja, hier wird er halt nochmal recht schön sichtbar dann hat. So, ich habe dafür sogar eine Achievement bekommen, weil ich so viele Farben da reingemacht habe. Okay. Ja, okay, das war. Ja, okay, es war einfach nur der Hirsch mit einer Rakete dran. Nichts Besonderes. Das war der Hirsch nochmal. Nur nicht mit einer Rakete, sondern mit ein bisschen Sprengstoff in den Beinen. Vielleicht sollte ich das Video so machen. Warte mal. Ich glaube, das mache ich sogar. Warte mal. Ich richte mal das nächste einfach her. So, und hier war Hirsch mit Böller Version 2. Ich glaube, so ist besser, wenn ich es so mache. Dann ist die Überraschung ein bisschen größer. Okay, dann suche ich gleich das nächste raus. Fahrrad mit Raketensatz, Teil 2. Jawoll. Gut. Man muss ihn nicht abwerten. Oder aufwerten. Wahre Männlichkeit in ihrer wahren Pracht. Ich dachte, ich hätte noch einen Feuerwerkskörper rein. Wobei, das Video geht ja noch. Ja, okay, die Eier hat er verloren. Das ist sogar schön, es gibt hier sogar eine Kombination Penis gibt's hier. Penisrakete. So, nächste. Mary Poppins. Die hat aber einen schönen, stabilen Flug eigentlich. Was ich finde. Es gibt sogar extra einen Hashtag Poppins. Eine Rakete, gebaut nur aus Schrott und Triebwerksteilen halt eben, aber feuerfrei. Ja, es zerfällt. Im Ende nur dieses Fass zerfliegt. Ich glaube übrigens, dass die Kamera einfach nur die höchsten, das höchste Teil halt eben immer anzeigt. So, dann kommt
Einfacher Raketenbausatz zusammengefügt zu einem Drilling. Nichts Besonderes, hat aber trotzdem ein paar Punkte gegeben. Tja, ich habe hier nicht nur die Highlights. Steht da nicht dran, wie viele ich dazu bekommen habe. Ist ja irgendwie vorteilhaft zu wissen. 72.000 Aufrufe. Hier wollte ich versuchen, eine Art Motorrad zu bauen. Ein dickes Reifen vorne, hinten Reifen. Ich dachte, vielleicht drehen sich die Reifen, aber naja. Tun sie nicht. Erster großer Raketenflug. Na? Das hier unten zählt übrigens nur zur Stabilisierung. nee. Oh, nächster großer Raketenflug. Ist halt besser, wenn man live dabei ist. Ach ja, stimmt. Da habe ich die Challenger nachgemacht. Da habe ich noch Sprengstoff reingemacht, die nach 10 Sekunden explodiert. Ich glaube, Sprengstoff sieht man sogar an den paar Stellen hier. Challenger-Unglück. Buff. Was ist, wie wenn hier noch so weitergeht? Naja, gut, egal. Rakete gebaut aus allen sonstigen Teilen. Wetterhahn, Regenschirm, Stoppschild. Jetzt haben wir noch die Kamera vom Triebwerk. Das ist das Einzige, was weitest geflogen ist. So. Ist übrigens auch realistisch, wenn der Tank wegfällt, dass dann das Triebwerk auch sofort ausgeht. So. So, den hier nenne ich Düsenkampfjet. Ich habe hier einen normalen Erstbausatz und daneben habe ich drei, jeweils zwei auf der Seite gemacht. Wie als so Raketen von einem Düsenjäger. Auch echt cool fand ich halt auch den Start hier. Flop, flop, flop. So, mehr ist da leider nicht drin. So, PVC-Rakete. Ich habe dann irgendwann einfach nur versucht, aus verschiedenen Materialien halt immer die Raketen zu bauen, weil das offenbar ziemlich viele Punkte gab. Oder nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Wie gesagt, 2 Uhr. 3 Stunden ungefähr. So, diese hier nenne ich erotische Explosion. Ich habe versucht, möglichst ungezogen Dinge reinzubauen. So eine dicke Kombo halt. Diesen hier nenne ich Flug des Fahrradengels. Könnte aber auch ein Schmetterling sein. Echt erstaunlich, wie stabil die ja eigentlich fliegen können. Ah, so früh gefreut. So, Holzrakete. Geht schief. Ich hätte mir vielleicht wirklich so Namen überlegen sollen, bevor ich die Liste veröffentliche. Weil die heißen alle Video 104 und... was weiß ich, 105. Der Zwillingsflug, würde ich es jetzt nennen. Wieso fast gleichzeitig abspringen? So, mehr ist überhaupt nicht drin. Okay. So, der Looping Master 3000. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es waren 56 Loopings, die er geschafft hat. Weiß ich leider nicht mehr. Steht es hier irgendwo in den Statistiken? Nee. Gibt es eine Statistik?
Ich kann die Rakete mit dem Marker öffnen. Ja, okay. Geht leider nicht mehr. Ich habe auch noch eine bessere mit Loopings gemacht. Die fliegende Hirschkuh. Mit Gitarre. Der Nachbar freut sich. Okay, ich habe natürlich auch ein paar ernstere Videos gemacht, wo ich ein bisschen reingetestet habe. Hier habe ich zum Beispiel jetzt mit dem Lenken nochmal versucht. Eigentlich ist es eine zweistufige Rakete. Ja, sind die Flügel halt irgendwann nicht geflogen. Oh, ist nicht mehr drauf. Ich habe eigentlich noch gemacht, wie er hier sich abklingt und dann irgendwo hinfliegt. Ich dachte eigentlich, wenn ich die Flügel hier, das war mein erster Trick hier, weil der tut sich ja immer beschweren, wenn ich jetzt hier die Rakete hier jetzt starte, dass die Flügel dann hier oben im Weg sind und der dann einfach irgendwo hinfliegt da. Da dachte ich, ich mache hier einfach so Drehgelenke hin und drehe die Flügel einfach so komplett nach unten, dass sie halt wenig stören. Aber das hat ja direkt gar nichts gebracht. Wenn ich sie so gestartet habe, dann ist es gerade nach oben geflogen. 800, 7000 Aufrufe. Gut, bei der weiß ich jetzt nicht mehr. Ich sehe drei Triebwerke, glaube ich. Ich glaube, hier wurde einfach nur in die Höhe hinaus. Taumelnder Fisch, würde ich es jetzt nennen. 67.000. Naja, okay. So, hier habe ich einfach nur verschiedene Raketen NSR-Formen zusammengebaut. Geschaut, wie weit ich damit komme. Ich glaube, das war sogar der erste richtige gute Flug, wo halt auch nichts kaputt ging. Ich habe da ein bisschen festgestellt, wenn man ein bisschen weniger Gas gibt, dass die Raketen dann auch länger aushalten. So, was haben wir hier? Oh, jetzt habe ich euch da gelassen. Ja, aber gut, ist auch ne, nichts anderes als, als Hirsch mit Raketenantrieb. Hatten wir schon ein paar Mal. Da seht mal, der Weihnachtsmann. Stimmt, hätte ich ja hier nachbauen können. Oh gut, wo soll ich einen Schlitten kriegen? Okay. 112, das fliegende Fahrrad, Teil 3. Komisch, dass da kein Ton drauf ist. Nimmt der Ton überhaupt noch auf? Da bewegt sich bei. Ah, ne, doch, ist noch da. Der Spielzeugzug. Ich weiß nicht, ob er hier keinen Ton mehr aufnimmt. Ja gut, zumindest hat er die Spielsachen von A nach B gefahren. A ist zwar nicht da drüben, sondern da, aber egal. Nee, A ist hier, B ist da. Hier habe ich wieder eine Rakete aus Spielsachen gebaut. Das sind alles Bauklötze hier. Ich weiß nicht, wieso hier kein Sound mehr kommt. Übrigens nicht wundern, ihr braucht die Videoqualität nicht höher drehen, die ist so schlecht hier in dem Spiel. Schalt der mal um. Ich dachte, ich hätte eigentlich eine Aufnahme auch so von Bord gemacht. Aber gut, egal. Ich habe euch da auch noch Loopings versprochen. Und hier ist es. Das ist die ultimative Looping-Rakete. Weiß nicht, wie viel er da jetzt noch drauf hat. Warte ich, bis der unten ausgefeuert ist. Ja, und dann habe ich die beiden Teile gezündet. Die sind nämlich hier, ist eine Rakete, die nach unten feuert und eine, die nach oben feuert. Das Witzige ist, die hat sich die ganze Zeit eben gedreht und gedreht und gedreht, bis bei denen halt eben der Saft aus war und dann stand sie plötzlich still. Ich glaube, 118 Loopings müssten es gewesen sein, Rekord. Müsst ihr mal gucken, wenn wir die nächste Rakete gebaut haben. So, diese hier nenne ich gefährliche Situation.
Wobei es nicht so gefährlich war. Ich dachte, die Tanks würden ebenfalls in die Luft fliegen, wenn man einen Sprengstoff nebendran baut. Aber tun sie eben nicht. Ein bisschen schade. Okay, hier habe ich einfach eine PVC-Rakete nochmal neu gebaut. Nichts Großartiges, nichts Besonderes. Also gerade selber nochmal angeschaut, wegen, vielleicht bringt es ja irgendwas. Aber, naja, nichts Besonderes. Nee, buff. So, und zuletzt das Grande Finale. Ja, das war das Finale. So, es waren jetzt 118 sind wir jetzt. Und wir sind gestartet bei 84. Müsste ja eigentlich noch dabei gewesen sein, Benjamin. Könntest du trotzdem nochmal angucken, glaube ich. Ach, hier ist wieder Ton dabei. Aber bei den anderen nichts aufgenommen. Vielleicht, weil ich da die Musik abgedreht habe. Das kann sein. Okay, mal sehen. Wir haben jetzt halt, viermal, also 4, 8, 12, 16 mal 2 sind 32 plus 3 waren 35 Videos, die ich gestern gemacht habe, um 2 Millionen zu erreichen. So. Dann können wir jetzt weitermachen. So, Next Base Revolutionär. Kein Scherz. Warte mal. Wir sind nicht nur seelenlose Werbeträger, wir verdienen Platz unserem Platz. Next Base Revolutionär für immer. Sieh mal einer an, du bist jetzt ein echter Next Base Revolutionär. Man kann auch den Titel nicht weiter steigern. Du hast den höchsten Gipfel unserer Online-Präsenz erklommen, da hier 2:14 Uhr. Kleiner Scherz. Gut, haha. Ich bin wirklich stolz auf dich und dankbar für dein Engagement. Daher habe ich einen besonderen Preis für dich. Die beste Ausrüstung in NSR-Arsenal, speziell für die Elite. Großer Treibstofftank. Ich fühle mich geehrt. Zu Recht, ich hoffe, du hast Spaß damit. Aber sag Rayson nicht, dass du es von mir hast, ja? Er ist manchmal ein bisschen, du weißt schon. Schätze schon. Jedenfalls viel Spaß mit dem Geschenk und deinem Status. Kämpfe weiter für die Sache. Hey Rayson, guck mal, was ich bekommen habe. So, jetzt müsste ich Sprengstoff. Was du für die Next Base Rebels machst, ist der Hammer. Ich bin einfach nur ich selbst. Diese Gruppe explodiert, sie sind überall. Ich liebe es. Hier, nimm das. Zarbombe. Was ist das? Das war der größte Sprengkörper aller Zeiten. Habe ihn benutzt. Jetzt ist er ein Treibstofftank, aber ein voll abgefahrener. Okay. Du bist ein echter Revoluzer. Daher gehört er einfach zu dir. Das war mein allerletzter Sprengstoff, der allerletzte. Gern geschehen. Müssen wir mal ausprobieren. So, hallo Revolutionär. Du gehörst jetzt zur Prominenz. Ich ziehe meinen Hut. Da ist etwas dick aufgetragen. Und da kommt die Kohle rein. Nun, du hast hart dafür gearbeitet und bist in den Rang aufgestiegen. Und wie ich vorhergesehen habe, hebt die Museumskasse richtig ab. Entschuldige das Wortspiel. Hier dein bisheriger Anteil. Danke. Vergiss nicht, dass du auch mit jedem Start, den du hochlädst, Geld verdienst. Erfolgreiche Uploads führen nämlich auch zu Museumsbesuchern, also doppelter Lohn für die Mühen. Ein bisschen wie meine Werbeeinnahmen bei StarTube. Weil ab jetzt bekomme ich Geld, wenn ich Videos hochlade. Schätze schon, obwohl ein Diamant-StarTuber deutlich mehr verdient. Vergiss nicht, je mehr Teile du wir ausstellen, desto höher untere Einnahmen. Desto höher sind unsere Einnahmen. Also tu mir einen Gefallen und sammle weiter. Du hast schon gesehen, schon bald bist du der Sachi der Raketenwelt. Jemand, der Frauen schlägt. Berühmter Teilesammler? Ganz genau.
Du hast alle Treibstofftanks gesammelt. Prima. Ich fühle mich wie ein stolzer Papa. Ich erinnere mich noch an den kleinen Kanal, mit dem du begonnen hast, mit den kleinen Raketen. Wie du die ersten Schritte gewagt hast. Ja, es waren noch Zeiten. Und jetzt schau dich an, ganz erwachsen. Brauchst du für professionelle Raketen. Dafür hast du ja eine Belohnung verdient. Adapter Typ 3. So. Ja, jetzt haben wir wieder Geld. Und trotzdem kann ich nichts kaufen. Wahrscheinlich muss ich erstmal. Okay, ich muss wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen was bauen. Ach, das ist wirklich ein Treibstofftank. Das ist ja wirklich eine Bombe. Okay. Schieben wir das wieder rüber und tun wir den Bauplan mal löschen. Aktuell habe ich immer noch die Aufgaben hier. Dachte schon, die Aufgabe wäre weg. Ich baue einfach schnell mal irgendwas Kleines. Hab ja ein bisschen Erfahrung mit. Was ist denn eigentlich mit dem Tank hier? Der hat 101 Laufzeitgeschwindigkeit. Na? 3,6 Ausdruck. Bisschen größer als der hier. 101. 3,6. Ne? Der ist von der Leistung her ein bisschen stärker. Und nimmt nicht so viel Platz weg wie die anderen Raketen. Kann ich hier wirklich noch nichts kaufen? Nee. Okay, warte mal. Was machen wir jetzt genau? Ich brauche eigentlich nur irgendeine Kleinigkeit. Die hatte ich eigentlich gerade eben schon. So, tu mal einfach sie hier hin und... Gib mir eine Flasche Dynamit in die Hand. Feuer. Ja. Mal gucken, was passiert, wenn jemand Dynamit in der Hand hält. Naja, man fällt um. Also Kinder, ihr wisst genau. So. Können wir mal gucken. Mann über dem Mond. Über das Fliegen einer Rakete, die nur aus einem Figurenteil besteht. Keine Ahnung, ich kann ja irgendwas nehmen. So, jetzt müsste ich theoretisch auch Geld ein bisschen verdienen wieder. So wie er es jetzt gesagt hat. Okay, 350 neue Follower. Tatsache, jetzt kriegen wir Geld. Mann. Das hätte man früher gebraucht. So, jetzt können wir auf jeden Fall die Rutschenteile holen. Da ist sogar alles drin, sogar der NASA-Raketen. So, schreibt er noch nichts, oder? Nee, noch nicht. Okay, dann können wir jetzt endlich mal die Rutsche hier machen. Oh Gott, endlich. Bau nur Teil von Gruppe Rutsche ein. Bau mindestens 5 unterschiedliche Teile ein. Erreiche 4 Kilometer. So. Das wäre auch eine gute Basis. Dann bauen wir hier das hier. Entfernen. CX. Zack. 5 unterschiedliche. Jetzt haben wir 3. Jetzt haben wir 4. Und jetzt haben wir 5. Eine saubere Rakete. Treibstoff. Nehmen wir doch mal den neuen Tank hier. Der müsste schön reinpassen. So, und wir nehmen gleich das neue Triebwerk hier. 10.500 Schub. Das reicht vollkommen, da brauche ich nicht mal eine Pumpe für.
So, wir müssen ja 4 Kilometer Höhe erreichen. So. Und Start. Start. Oh oh. Oh. Wie schön sie fliegt eigentlich. Und 4 Kilometer. Perfekt. Was haben wir denn für eine Geschwindigkeit? Ja, wir werden immer schneller. Die Rutsche hält noch ganz gut zusammen. Jetzt muss die Atmosphäre raus. Jetzt sollte eigentlich nichts mehr passieren. Ultimatives Triebwerk, wir sind jetzt schon bei 36, wir beschleunigen eigentlich immer noch. Ja, okay, das sieht gar nicht so scheiße aus. Ultimativ, Blackbird, Rutschen, Wetterballon, tropisches Paradies. Jetzt sind ja die Texte egal. In meinem Laden gibt es ja nichts mehr zu kaufen gerade. neue Follower und wir bekommen wieder ein bisschen Geld. Das hätten sie ruhig ein bisschen früher einsetzen können, das mit dem Geld. Warten, ist das illegal? Do it yourself, Shop Poolteile. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie du das machst. Guck mal erstmal ihn hier an. Wir können kaum in Worte fassen, wie sehr du uns inspirierst. Dein Versuch, diese Poolteile zu verwenden, das zeugt von echter Tüfterqualität. Danke für das Kompliment. Aber sicher, Ehre, wem Ehre gebührt, nicht wahr? Zu deinen Ehren und zu den Ehren des Pools haben wir einige personalisierte Variationen entwickelt. Du findest sie im Shop. Verstehe ich auch richtig, ihr habt meine Poolteile kopiert und verkauft sie jetzt. Nicht kopiert, personalisiert. So das Gleiche. Nee, es ist immer noch do it yourself. Du hast uns inspiriert und wir wollten diese Inspiration weitergeben. Das ist alles. Schau dich gerne im Shop um. Ja, das Geld haben wir erst inzwischen. So, jetzt können wir ihn ja nochmal reden, weil jetzt haben wir vielleicht sogar alle Poolteile. So. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie du das machst. Ich sammle nur Teile, die du mir voll, wie du wolltest. Dieses ultimative Triebwerk, das ist NASA-Technologie, Millionen wert. Naja, 200, fast 300.000. Du warst doch Kunstkurator, du solltest wissen, wie man mit teures Material umgeht. Natürlich weiß ich das, aber es gibt einen Unterschied zwischen Basquiat und der NASA. Basquiat war nie im Weltall. Darüber lässt sich streiten. Kommt darauf an, wie du Weltall definierst, aber ich schweife ab. Hier ist das Retro-Teil zum Feiern deiner Triebwerkssammlung. Ich hoffe, ich sehe bald wieder. Ich möchte nicht undankbar klingen. Tatsächlich bin ich sogar sehr dankbar, dass du all deine Teile in mein Museum weiterbringst. Aber diese Poolteile sind gigantisch. Wir haben noch nicht mal richtig eröffnet und müssen schon ausbauen. Sind ziemlich groß, ja. Ich schätze, ich muss irgendwie damit klarkommen. Ich werde mir genauer anschauen, was du daraus gemacht hast. Die Raketen, die du gebaut hast, können mir als Quelle der Inspiration dienen. Klar doch. Hier ist jedenfalls ein Retro-Teil. Du wirst es sicher sinnvoll einsetzen. Das machst du schließlich immer. Vielen Dank für die Hilfe bei deinem Museum und vergiss nicht regelmäßig dich zu melden. Sperrige Hülle. Was gibt's denn eigentlich noch zum Sammeln eigentlich? Gar nichts. Okay, es gibt noch ein paar Teile Spielsachen. Was ist das hier eigentlich? Okay, hier hinten sind noch zwei Sachen. Da ist auch noch eine Sache, die fehlt. Ja, ein bisschen was fehlt noch. So, wir haben jetzt keine neuen Aufträge bekommen. Wir können jetzt also so gesehen einen Fertigkeitsnachweis machen. Okay, aber das machen wir in der nächsten Folge dann.
Dann wünsche ich auch noch einen schönen Tag und freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge von Next Space Photos wieder einschaltet. Also bis dann. Tschüss.